Dariel! Ich sollte... Wer ist da? Dariel? Nein, der seid ihr nicht. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Dann seid ihr kein Bandit? Den Acht sei Dank für kleine Segen. Mein Bruder Dariel hatte nicht so viel Glück. Er dachte, er könnte die Banditen in den Ruinen überlisten. Jetzt ist er fort. Er würde alles tun, um ein Heilmittel für mich zu finden. Aber derzeit bete ich für nichts anderes mehr als für seine Sicherheit. Ich bin schon den Großteil meines Lebens krank. Wir kamen auf der Suche nach einer Pflanze hierher, die im Licht eines Aileidenbrunnens wächst. Man sagt, ihr Saft könne jedes Leiden heilen. Die Banditen haben uns aufgehalten, aber Dariel hat uns eine freie Passage mit ihnen ausgehandelt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Glaub nicht, dass ich mich trotz meiner Verwundung nicht verteidigen werde. Für die Würger wird nicht mehr viel übrig bleiben, wenn ich mit euch fertig bin. Daina atmet noch. Dann habe ich einen Grund, um noch nicht aufzugeben. Ich muss den Saft dieser Pflanze holen, ehe es zu spät ist. Das hat er gesagt? Nach all dem will er aufgeben? Daina und ich, was haben wir noch außer uns? Es spielt keine Rolle, was ihr sagt. Ich werde einen Weg finden, ihn zu retten, mit oder ohne Pflanze. Daina, was habt ihr ihm angetan? Bruder, wir verschwinden von hier. Daina! Natürlich nicht. Dumm von mir zu glauben, dass ihr auch nur einen Finger für irgendjemand anderes rühren würdet. Nun, ihr habt für heute eure gute Tat getan. Ich muss mich um meinen Bruder kümmern. Entschuldigt mich. Kommt schon, Daina. Euer Freund hat mein Leben gerettet. Aber hatte wohl keine Zeit, eures zu retten. Dariel! Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehen würde. Ab jetzt bleiben wir zusammen. Ich verspreche es.